Ein Handy spielt auch in einem anderen Fall eine Rolle. Nach einer Verkehrskontrolle sitzt ein 17-Jähriger in Gewahrsam. Peter Rothmeier hofft, dass nun eine Befragung ohne Gegenwehr möglich ist. Herr Gärtner? Ja? Haben Sie sich wieder beruhigt? Dann komme ich nämlich jetzt mal rein. Ja, es tut mir leid. Gut. Ihnen ist klar, was Ihnen vorgeworfen wird? Ja. Ja? Das ist im Prinzip die Geschichte mit Handy am Steuer. Die ist ja schon Kindergeburtstag, nachdem was Sie da geleistet haben. Sie haben Widerstand geleistet, Sie sind mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und Sie sind noch nicht mal im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weil Sie auch noch, ja, minderjährig sind Sie ja auch noch. Ne? Sie hätten zwar den Führerschein mit begleitenden Fahren, aber den haben Sie ja gar nicht. Ja? Was sagen Sie denn dazu? Ich habe das für meine Mama getan. Aber möchte auch nicht mehr sagen. Was hat Ihre Mutter dazu zu sagen? Ich möchte da bitte nichts zu sagen. Liebe, stellen wir nämlich zur Wache. Ja, ist ja klar, Sie sind minderjährig. Ich muss sie in die Obhut Ihrer Eltern übergeben. Gerade nach so einer Sache. Wären Sie jetzt erwachsen, wäre das Ihre eigene Angelegenheit. So müssen die Erziehungsberechtigten informiert werden. Ist sie schon auf dem Weg hierhin? Ja. Nicht nur auf dem Weg, sondern gerade eingetroffen. Frau Maria Gärtner, und Ihr Sohn ist der? Felix. Richtig. Gärtner. So, und deswegen haben wir am Telefon ja schon gesagt, dass wir Ihren Sohn in Gewahrsam nehmen mussten. Der hat nämlich, ich will mal kurz und knapp sagen, Mist gebaut. Einen ganz großen Mist. Das ist unglaublich. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen beim Felix. Sie wissen noch gar nicht, was der gemacht hat, ne? Nein. Ich erkläre Ihnen das jetzt ganz kurz. Und wir haben ihn auch in der Zelle zurzeit. Das heißt also, er ist hinter schwedischen Gardinen. Das hat einen Grund. Weil er uns gegenüber, ich sag mal, nicht so kooperativ war und war auch sehr aggressiv, auch ein bisschen gewalttätig. Und haben wir gesagt, okay. Der Felix! So ist das. Und deswegen mussten wir ihn kurz mal wegsperren. Warum der überhaupt hier ist, der ist jetzt nämlich draußen im Straßenverkehr. In der Stadt ist an der Streife nämlich aufgefallen. Einen grünen Golf. Und wir haben natürlich klar eine Halterabfrage gemacht und haben dann festgestellt, dass das Ihr grüner Golf ist. Ja, das mein Golf ist weg. Also ich wollte sowieso hierher kommen. Ich habe die ganze Zeit auch telefoniert, deswegen konnten Sie mich auch nicht erreichen. Ich kam aus dem Haus raus und mein Auto stand nicht mehr da. Also okay. Ich wollte sowieso jetzt eine Anzeige erstatten wegen Diebstahl. Mein Auto steht nicht mehr vor der Tür. Ja. Es ist einfach spurlos verschwunden. Das steht jetzt bei uns vor der Tür. Und das ist, wie gesagt, besagtes Fahrzeug, wo Ihr Sohn ja mit angehalten worden ist. Darüber hinaus haben wir auch festgestellt, der hat ja gar keine Fahrerlaubnis. Der darf ja gar kein Auto bewegen. Der ist ja erst 17. So ist das. Ja, Frau Gärtner, guten Tag. Ihren Sohn habe ich Ihnen mitgebracht. Felix, was machst du denn hier? Wie siehst du überhaupt aus? Na, Herr Jung, setz dich mal. Sie wissen, warum der Felix bei uns ist? Hat der Kollege Ihnen das schon erklärt? Ja, ich habe es soweit alles erklärt, inklusive der Geschichte, warum wir den kurz mal wegsperren mussten, weil er war ja nicht wirklich kooperativ. Was ist passiert? Ich musste was ganz Wichtiges erledigen und deswegen habe ich dein Auto genommen. Felix, mal ganz ehrlich. Was Wichtiges? Das sind hier ganz viele Unbekannte, die wir hier zu klären haben. Und ich habe dir gerade schon gesagt, es ist nicht hilfreich, wenn du hier schweigst und auch deiner Mutter verschweigst, warum wir jetzt überhaupt hier sitzen. Und ich denke, das Erste, was zu klären ist, und das sind auch die Sorgen deiner Mutter, wer hat dir diese Verletzung zugefügt? Das ist von der Schule. Wir hatten eine kleine Schulprügelei. Die haben sich auf dem Schulhof ein Name. Bisschen... Name? Wer? Wir? Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sind das Fremde? Die sind nicht von der Schule? Oder wie ist das jetzt so verstehen? Ich weiß es nicht. Oder willst du da jemanden schützen? Erpresst dich da jemand? Nein, vielleicht hat das hier auch was damit zu tun. Da will er mir allerdings aber auch nicht sagen. Was ist denn das? Das ist sein Schulrucksack und da steht drauf, bald sieht die ganze Schule dein Geheimnis. Von dir? Das war einfach nur ein Schulgag. Einfach eine Verarsche war das. Ja, und genau das ist es. Das glaube ich nämlich auch nicht. Das kannst du meiner toten Oma erzählen, aber nicht uns beiden und wahrscheinlich auch nicht deiner Mutter. Also ich esse sonst immer total Vorbild. Ganz kurz, meine Frage an Sie jetzt mal gerade. Und du hältst dich bitte einfach nur mal ein bisschen zurück. Gibt es irgendwo familiäre Probleme? Haben wir da irgendwas? Nein, also er ist wirklich so ein Vorzeigesohn. Der ist total pflichtbewusst und... Meine Güte. Also, jetzt, Frau Schabi, an die Seite gehen. Ja, komm hier rein. So. Tag. Gib deinen Arsch an, mein Ja, Freund. Beruhig dich. Was soll das? Ein Ausmeister an der Norbert-Gruppe Gesamtschule hier in Kork. Den Jungen, der kriegt eine Anzeige und den zweiten muss ich im Anschluss auch noch erstatten.
Weswegen kriegt der Junge denn eine Anzeige? Weil er übertreibt, deswegen. Klar, ich hab den erwischt auf dem Damenklo bei uns, da hat er ein Handy abmontiert, der filmte Mädchen beim Pinkeln und was nicht alles. Und als wir dann zu meinem Büro gegangen sind, habe ich gesehen, der IT-Schrank ist noch aufgebrochen. 10 brandneue Tablet-PCs weg. Die haben wir gestern erst bekommen. Was für Tablet-PC? Was kommt das für eine Scheiße? Mach den Kopf zu, das stellt sich schon noch raus. Ja, also erstmal, einen Tinnitus rechts habe ich schon, einen zweiten links brauche ich nicht. Ja. Ja, wir brauchen, dass Sie aufgeregt sind, ist mir völlig klar. Ist er denn, ich kann ihn aber direkt ansprechen, sind Sie Schüler an der Schule? Ja. Ja. Da sind Sie Schüler? Ja. Gut. Was ist mit dem Vorwurf mit den Handys? Am Damenklo. Schwachsinn, totaler Schwachsinn, bitte. Als ob ich ein Video drehe. Waren Sie denn da in Ja, ich war da. Was haben Sie denn da gemacht? Diese scheiß Toiletten haben kein Licht, was funktioniert. Also habe ich da ein Licht installiert. Ich hau doch wohl ins Essen, das ist meine Schule. Ja, komm, und wenn da das Licht komm mal nicht, wieder runter. Da bin ich doch wohl der Erste, der von weiß. Mann. Komm runter, Kater Carlo, ganz ehrlich. Das gibt's hier, Kater Carlo, mein Freund. Da hat das keinen Zweck. Sie setzen sich mal bitte dahin. Und Sie kommen mal bitte mit. Ja, besser ist das. Ja, BID. Wach ist die Beine. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Es ist schon sehr seltsam oder vielleicht doch nur ein Zufall, dass hier parallel hier eine Straftat gemeldet wurde, und zwar über einen Diebstahl von 10 Tablets aus derselbigen Schule, wo der Felix auch hingeht. Und für uns ist das irgendwie, ja, ich sag mal, erfahrungsgemäß, vielleicht doch, dass das so ein Zusammenhang bestehen könnte. Wir müssen das noch prüfen, wir wissen das noch nicht genau, aber die Vermutung liegt schon sehr nahe. Schlag ich in Fetzen. Ja, Heimatland. Nehmen Sie mal Platz. Ja, besten Dank, Herr Wachtmeister. Ja, Entschuldigung, aber das ist für mich eine sehr emotionale Geschichte, wenn es um meine Schule geht. Ja, ich glaube, Hinnert. Also, jetzt brauche ich erst noch was zu schreiben. Jo. Ihren Namen hätte ich gern. Meier. Willi Meier. Ausweis dabei? Hausmeister an der Norbert-Gruppe Gesamtschule in Kalk. Da haben Sie einen Personalausweis. Danke. So, ist denn jetzt, wir haben ja schon mittags, ist denn jetzt noch Betrieb an Ihrer Schule? Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe einen Durchgang gemacht und dann sah ich ihn, wie er das Handy aus dem Damenklo oben von der Deckenverkleidung abnimmt. Jetzt sagt er aber, das wäre nicht so gewesen. Finde ich denn, wenn ich den durchsuche, ein Handy bei dem oder wo ist das jetzt? Da finden Sie hundertprozentig eins. Ja. Punkt 1 und Punkt 2, gucken Sie mal diese Dateien durch. Das hängt da nicht umsonst unter der Decke. Ich weiß ja, was ich gesehen habe. Da schwöre ich jeden Eid drauf. Also der hat das, auf jeden 100%ig. Fall. Hundertprozentig. Gut, und was ist mit den PCs? Das ist, wenn Sie zu meinem Büro gehen, da haben wir rechts einen IT-Schrank. Ah. Und der war aufgebrochen und leer. Da waren gestern frisch geliefert 10 brandneue diese Tablet-PCs für die Schüler. Jetzt in Zeiten von digitalem Unterricht und alles hatten wir die gestern geliefert bekommen. Ist der aufgebrochen, der Schrank? Der ist aufgebrochen. War der verschlossen? Der war verschlossen, hundertprozentig. Gut, Schlüssel haben Sie? Schlüssel habe ich und ich habe auch die Passwörter hier für die Tablets und alles. Ich habe die gestern selber entgegengenommen und... Jetzt haben Sie bei dem aber... Ja. Na, er hatte sie jetzt akut nicht dabei, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Schmierfink da auch irgendwie hintersteckt. Okay. Ja, ich meine, mit dem Handy auf dem Darmklo, da kann er ja gleich nicht mehr abstreiten. Wenn ich dem, ja, das ist hundertprozentig. Wenn ich mein Handy abnehme und mal in die Dateien reingucke, ob da was aufgenommen ist. Hundertprozentig, da finden Sie was. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Hör mal, was hast du daran nicht verstanden, wenn ich sage, setz dich da hin und warte? Ja, verstanden. Ihr Laden, ich sag nichts. Ja, ist richtig so. Ne? Hier habe ich das Hausrecht. Ja, nein. Und ich verurteile auch keinen Stefan Reiter da, den habe ich jetzt nicht das erste Mal im Schlawittchen gehabt. Ach, so heißt der? Der ist Stefan Reiter, genau. Hat er schon das Öfteren? Also ist bei mir öfters auffällig geworden, aber jetzt so Dinger, dass ich wirklich sage, jetzt muss eine Anzeige her, wie bei der Spannerei da. Das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Ne? Also Chaot, große Fresse, unordentlich. Ne? Aber dann machen wir das mal so. Sie nehmen ja auch noch mal Platz, außen am Gang, Herr Meier. Ja. Den Reiter Stefan, den hole ich mir jetzt mal hier rein. Dann soll er mal die Taschen leer machen. Sehr gerne. Und dann gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Ich sage ihm Bescheid. Peter Rothmeier will herausfinden, ob der Schüler tatsächlich ein Dieb und Spanner ist. Für die Beweisaufnahme müssen wir das Handy schauen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich das sicher, das ist auf freiwilliger Basis, da stimmen Sie zu. Mhm. Oder ich beschlagnahme das, da sagen Sie, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Beide Lösungen führen zu dem einen Ergebnis, dass das sowieso in meiner Hand bleibt und die kriminaltechnische Untersuchung mal da reinschaut, ob sie das jetzt entsperren oder nicht. Das ist kein Sperr, oder? Nee, nee. Zeigen Sie mal Ihre Hand. Drehen Sie mal um. Der Ring, der interessiert mich. Nehmen Sie den mal bitte ab. Warum? Wollen Sie es auch so einkaufen, oder was?
Nee, ich mit Sicherheit nicht. Höchstens als Nasenring. Bleiben Sie mal hier sitzen. Danke dafür. Bitte. Ach, warte mal, war die Ava da nicht gerade? Ava? Ja? Kannst du mal bitte, das ist gesperrt. Guckst du mal, ob du da reinkommst? Ja, klar. Wir brauchen eine Datei, die auf dem Schulklo stattfindet. Mehr Infos. Du wirst damit was anfangen können. Alles klar, ich schau mal. Herr Gärtner. Ja? Ich habe da hinten den Herrn Reiter sitzen. Mhm. Ist Ihnen der bekannt? Ja, von der Schule, aber sonst Freunde sind wir an sich nicht. Ich involviere Sie jetzt mal. Schauen Sie sich mal den Ring an, den der Herr Reiter hat. Und jetzt schauen Sie doch mal bitte, gucken Sie mal, ich möchte jetzt nicht näher treten. Jetzt schauen Sie doch mal bitte, das muss da von der Wunde an. Wurdest du damit verletzt mit dem Ring? Kann sein von der Schlägerei, dass er. Aber du schlägst dich doch nie. Du schlägst dich nie. Das hast du nie gemacht. Was ist mit dir denn los? Da ist er ja. Wo warst du? Ja, irgendwas stimmte nicht. Ich hatte gerade gedacht, weißt du was, ich gehe noch mal zum Auto und gucke mir das Auto noch mal genau an, ob ich vielleicht irgendwas finden würde. Und ich habe was gefunden. Ich habe nämlich was gefunden, das war unter dem Beifahrersitz ein bisschen eingeklemmt. Und du glaubst gar nicht, was da drinnen ist. Bis jetzt noch nicht. Mir gehört die Tasche nicht in meinem Auto. Der Platz. Lass mich raten, 10 Stück. Ganz genau, aber weißt du was, 10 Stück. Weil der Hausmeister da gerade bei mir gesessen hat, hat gesagt, der hat nagelneue Tablets bei sich im Schrank eingeschlossen für die Schule. Und es fehlen 10. Gut, genau, die fehlen. Schrank ist aufgebrochen, Tablets raus. Ich habe die genommen. Wieso klaust du Tablets in der Schule? Ich wollte die einfach nur für Geld machen. Haben Sie es nötig, 10 Tablets zu entwenden und die schnell zu Geld zu machen? Ist das der Grund gewesen, warum Sie da wie der wilde Watz durch die Innenstadt gefahren sind, um schnell zum Heder zu kommen, oder was? Nämlich. Sie hatten auch ein Handy am Ohr, ne? Wo ist das? Und oben liegen. Mensch, das ist doch gefährlich. Ich verstehe dich nicht. Tun Sie mal bitte einen Gefallen. Vielleicht kommen wir da so ein bisschen mehr auf die Wahrheit, weil der Herr Gärtner will ja nicht mit der Sprache rausrücken. Entsperren Sie mir das mal bitte. Ja. Schließlich haben Sie ja telefoniert oder irgendwas damit gemacht, als die Kollegen Sie angehalten haben. Sie müssen ja mit irgendwem in Verbindung gestanden haben. Mann, hört das gar nicht mehr auf jetzt hier gerade, die Information. Einfach alles Stefan Scheiße. Stefan ist der Letzte, der angerufen wurde. Ja, ist er nicht der Reiter? Ruf doch mal an, ist er. Peter, Marc, das Telefon klingelt, was ihr mir gerade gegeben habt. Ja, stark. Ast rein, dann weiß ich Bescheid. Brauchst nicht annehmen, das bin ich gewesen. Alles klar, okay. Das Handy, was geklingelt hat, ist von dem Reiter. Stefan? Herr Reiter, sagen Sie mal Ihren Vornamen. Stefan. Ja, dann haben wir doch. Kennst du den nicht? So, Herr Gärtner. So langsam wird die Schlinge eng um Ihren Hals. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin nicht leid, dass wir hier von Ihnen an der Nase rumgeführt werden. Und ich glaube, Ihre Mutter verdient eine Erklärung. Ja, das denke ich mittlerweile auch ganz dringend. Ich habe die Tablets geklaut. Aus einem Grund, weil ich kann es nicht sagen, aber... Was hat er denn damit zu tun? Du klaust Tablets? 10 Stück? Er bedroht mich. Womit denn? Ach du Gott. Dass ich die Tablets klauen soll. Ja, das haben wir in der Nachricht hier. Deswegen waren sie ja so schnell dann durch die Stadt. Ne? Bring die schnell her oder wie auch immer. Deswegen waren sie ja so flott unterwegs. Aber der muss ja einen Grund haben. Ja. Der wird ja ein Druckmittel haben. So er filmt immer in den Toiletten, da wo man sich umzieht. Ja. Und da brauchen Sie gar nicht so zu gucken. Sie waren ja mit einem halben Ohr mit. Ich wurde halt auch aufgenommen. Ich habe einen Freund. Ja. Ich stehe auf Männer. Ich bin schwul. Schwuchtel. Ja, danke für Ihren intelligenten Einwurf. Das ist nicht so, das hättest du mir doch sagen können. Und er hat uns dabei gefilmt, wie wir uns geküsst haben. Hättest du mir das gesagt, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber mach doch nicht so einen Mist und lass dich von dem anderen Typen doch nicht so unter Kontrolle bringen. Aber die Frage, die sich mir noch stellt, damit der Schlägerei, dann ist er dann wahrscheinlich einseitig gewesen. Oder war nur er das? Hat er sie auch verprügelt? Genau. Nur er hat mich geschlagen.
Und das würden sie auch zu Protokoll bringen, also eine Aussage darüber machen. Ja? Genau. Weil da haben wir eine weitere Straftat. Ne? Also, genau richtig. Ungeachtet dessen, Körperverletzung, Schmerzensgeld und so, das steht ihnen alles zu. Also bei allem Respekt. Sie wollen keine Scheu haben, dass das sicherlich jetzt demnächst irgendwann, wenn es nicht schon passiert ist, jeder in der Schule wissen wird. Stehen Sie dazu? Ja. Es ist nichts mehr Unnormales, ehrlich. Muss ich nicht schämen dafür? Weiß er nicht mal? Der muss sich schämen. Der Erpresser erhält einen Schulverweis und wird zu Sozialstunden verurteilt. Der 17-Jährige muss sich wegen der Vergehen im Straßenverkehr verantworten.